Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen zu meinem Test der Sony Cybershot DSC HX50. Hier sehen wir dann auch schon das Gehäuse der HX50 und ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut und auch die Details beeindrucken. Einerseits sehen wir hier, dass wir eine Art Ledergrip haben, wo man die Kamera dann sehr gut anfassen kann. Und auf der Rückseite gibt es dann auch nochmal hier diesen Punkt mit Leder, wo man den Daumen sehr gut ablegen kann. Insofern hat man einen sehr guten Grip bei der Kamera. Man braucht auch nicht unbedingt ein Lanyard, wie es bei vielen anderen Kompaktkameras der Fall ist. In diesem Fall klappt das auch sehr gut ohne. Auf der Vorderseite sehen wir dann das Objektiv und wir haben hier einen 20-Megapixel-Sensor verbaut. Abgesehen davon auch einen 30-fach optischen Zoom, der wirklich hervorragend ist. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine HX5, war es glaube ich noch, und die hatte auch schon, glaube ich, einen 20-fach optischen Zoom. Und dieser 30-fache ist wirklich fantastisch hier bei der Kamera, vor allem da man ja eigentlich den digitalen Zoom auf jeder Kamera vergessen kann. Insofern bietet diese Kamera auch mit 30-fach optischem Zoom wirklich die Möglichkeit, Objekte, die weit weg sind, noch sehr gut abzulichten. Dann auf der Vorderseite sehen wir natürlich noch einmal das Sony-Branding und das G-Branding hier unten. Und auf der Unterseite der Kamera finden wir dann hier einmal die Tür, hinter der dann die SD-Karte sowie der Akku versteckt sind. SD-Karte ist ganz normale Standard-SD-Karte, keine Micro-SD-Karte oder ähnliches. Den Akku sehen wir jetzt hier nochmal. Hier sehen wir dann auch, dass der Akku eine Kapazität von 1240 mAh hat. Insofern bietet er auch eine sehr gute Akkulaufzeit. Das Einzige, was mich an der Kamera ein bisschen gestört hat, ist ehrlich gesagt hier dieser Verschluss der Klappe. Insofern, dass sie nicht selbst, sag ich mal, hier wieder reinspringt und dann sich schon verschließt, sondern man muss hier dann nochmal manuell diesen Knopf betätigen, um das wirklich dann zu schließen. Ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie es dann von selbst sozusagen wieder schließt, ohne dass man hier nochmal diesen Hebel betätigen muss. Daneben sehen wir dann einen Micro-HDMI-Ausgang. Insofern kann man die Kamera auch direkt mit dem Fernseher verbinden und einmal den Adapter, so dass man es auch schon stativ schrauben kann. Sonst sehen wir auf der Unterseite nichts mehr. Auf der Oberseite der Kamera sehen wir dann hier einmal dieses große Auswahlrad, in dem man dann die ganz verschiedenen Modi hat, zum Beispiel Filmmodus, Szenenmodus, Automatik. Und ich muss im Endeffekt sagen, dass der Automatikmodus generell eine sehr gute Arbeit leistet. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan von diesen Szenenmodi, insofern habe ich meiste Zeit den Automatikmodus benutzt. Man kann aber natürlich auch alles manuell steuern bei der Kamera, was dann vor allem natürlich für fortgeschrittene Fotografen wünschenswert ist. Hier oben sehen wir noch den An- und Ausknopf. Dieser ist im Gehäuse eingelassen. Insofern muss man da keine Sorge haben, dass der zum Beispiel in der Tasche aus Versehen gedrückt wird. Das ist auch eine sehr gute Lösung. Der Auslöseknopf ist auch sehr gut gelungen, hat sehr gutes Feedback und generell funktioniert dieser sehr gut. Wir haben natürlich auch dann hier oben nochmal die Kontrolle für den Zoom. Insofern, wenn wir die Kamera hier einmal anschalten, dann sehen wir schon, wie das Objektiv rausfährt und dann können wir hier den Zoom sehr gut steuern und auch im Endeffekt dann den 30-fach optischen Zoom rausfahren. Insofern sehen wir dann schon, wie groß wirklich dieses Objektiv ist, das in dieser doch relativ kompakten und kleinen Kamera verborgen ist. Über dem Display finden wir dann hier noch einen kleinen Knopf, den man drücken kann, sodass der Blitz rausfährt. Insofern finden wir bei dieser Kamera zum Glück auch einen Xenon-Flash. Nicht zum Beispiel wie bei der Canon PowerShot N, den ich vor einiger Zeit getestet hatte. Bei jeder dezidierten Kamera ist das meiner Meinung nach wünschenswert, dass man einen Xenon-Blitz hat und keinen LED-Blitz. Das ist natürlich große Vorteile bietet, was die Reichweite angeht und auch die Helligkeit. Auch oben auf der Kamera finden wir dann den Blitzschuh und zwei Mikrofone rechts und links davon. Am wichtigsten bei einer Digitalkamera ist natürlich die Foto- und Videoqualität. Ich muss sagen, ich hatte sehr hohe Erwartungen an die Sony, einfach weil ich schon die HX5V hatte. Und ich muss sagen, dass meine Erwartungen übertroffen wurden. Generell kann ich sagen, dass die Fotos der HX50 sehr gut sind. Auch bei dunklen Verhältnissen, zum Beispiel hatte ich viele Fotos gemacht bei Sonnenaufgang, waren die Fotos sehr beeindruckend. Auch Nebel wurde super abgelichtet und der Zoom ist einfach fantastisch. Es gab zum Beispiel ein Foto, wo ich einmal vom Mond ein Foto gemacht habe mit 10-fach optischem Zoom, dann nochmal das gleiche Foto mit 30-fach optischem Zoom und man kam wirklich sehr nah an den Mond ran. Im Endeffekt, zumindest auf dem Foto sah es so aus. Und auch die Qualität dieses Fotos, wo ich den 30-fach optischen Zoom komplett ausgereizt hatte, ist wirklich klasse. Insofern kann ich mir da nicht mehr wünschen. Und auch bei schnell bewegenden Objekten, wie zum Beispiel der Schwebebahn, gab es überhaupt keine Probleme, diese abzulichten. Auch dieser Panorama-Modus, Intelligenz-Panorama, hat die Schwebebahn sehr gut abgelichtet. Und der Videomodus ist auch mehr als brauchbar. Vor allem wieder der optische Zoom, den man natürlich auch bei den Videos verwenden kann, ist sehr beeindruckend. Und ich kann die Cybershot HX50 nur wärmstens weiterempfehlen. Sie ist wirklich eine klasse Kamera. Ein Detail, was ich bisher noch nicht erwähnt hatte, ist, dass sie auch WLAN eingebaut hat und man kann sie sehr einfach mit dem Smartphone verbinden. Dies dient dann nicht nur dazu, dass man sich die Fotos auf dem Smartphone anschauen kann, sondern man kann die Fotos auch direkt runterladen und zum Beispiel auf Instagram oder Facebook hochladen.
oder sogar die Kamera komplett fernsteuern, was wirklich beeindruckend ist. So könnte man zum Beispiel die Kamera auf einem Stativ befestigen und das Smartphone als Monitor sozusagen benutzen. Insofern ist das wirklich klasse und ich war sehr beeindruckt. Die Ausführung von Sony mit der App ist wirklich klasse und hat auf meinem Galaxy S4 ohne jegliche Probleme funktioniert. Dies ist dann auch schon das Ende meines Tests. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Stellt sicher, den Kanal zu abonnieren für viele weitere Technikvideos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte einen Daumen hoch und ich hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.